1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talk-Radio-Woche, die ein bisschen kürzer ist diese Woche, weil wir ja einen Feiertag haben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben wie immer montags eine freie und offene Runde. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist die Cornelia und Cornelia ist 35. Guten Morgen, Cornelia. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema, Cornelia? Ja, mein Thema ist Schuldgefühle. Ja, was ist... habe ich immer noch Schuldgefühle, obwohl ich eigentlich unschuldig bin. Ich bin als Kind missbraucht worden von meinem Opa und die Gefühle sind halt bei mir heute immer noch sehr stark. Als Kind von einem Opa missbraucht worden? Mhm. Wie alt warst du? Das ging so von 8 bis 14. Von 8 bis 14? Mhm. Sehr oft? Ja, doch, ja. Wo hat der Opa das gemacht? Bei sich zu Hause. Bei sich zu Hause. Und war die Oma auch anwesend in der Wohnung? Die hat gar nicht da gelebt. Ach so, er hat zu der Zeit woanders da gelebt. Mhm. Der Opa hat dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ganz so weit ging es nicht. Also, ja, wie soll ich das sagen? Da müsste ich ins Detail gehen. Also zu sexuellen Handlungen schon? Ja. Zu ansonsten vielen sexuellen Handlungen? Ja. Mhm. Mhm. Wenn du dann nach Hause kamst, also wenn du von dem Opa nach Hause kamst zu deinen Eltern, haben die irgendetwas an dir bemerkt? Ich soll ein aggressives und schwieriges Kind gewesen sein, ja. Es war, muss ich dazu sagen, war ja nicht nur ich, es waren auch meine drei Schwestern. Ah ja. Wusstest du damals, dass er das mit den Schwestern auch macht? Ja, wir haben untereinander das gewusst. Habt ihr untereinander auch als Kinder darüber gesprochen? Mhm. Ja. Nicht sehr oft, aber wir haben es gewusst voneinander. Und die Eltern haben es nicht bemerkt? Angeblich nicht. Angeblich nicht. Hm. Wie hast du das denn damals als Kind empfunden? Wie hast du das so gesehen, dass der Opa das mit dir, mit euch macht? Ja, ich wusste eigentlich, dass es nicht richtig ist. Ich hatte auch tierische Angst, habe mich auch anfangs versucht zu wehren. Hat aber nicht geklappt, ja, also wie man weiß bei Mädchen, ob man sich rumdreht oder nicht, ja, man findet halt immer einen Weg, sage ich mal. Mhm. Und hast du da als Kind auch schon tiefen Ekel empfunden? Ja, sehr. Sehr, sehr. Mhm. Sehr. Mhm. Ja, und das ist halt das Problem, dass ich das halt heute immer noch empfinde, ja. Und ich muss dazu sagen, meinen ersten Orgasmus hatte ich eben leider bei meinem Opa. Mhm. Und das ist eben diese Schuldgefühle, die ich immer noch habe. Also ich kann heute das nicht genießen, ja. Du hast Schuldgefühle, das, vollende mal den Satz. Oder du hast Schuldgefühle, weil? Ja, weil ich einen Orgasmus dabei hatte. Mhm. Den man ja, und vor allen Dingen ein so kleines Kind, gar nicht steuern kann, wenn irgendwas... Sagt man mir so, ja. Ja, sagt man. Haben das schon viele Leute zu dir gesagt? Ja, klar. Ja? Das heißt, du hast Therapien gemacht? Ich bin in Therapie seit einem Jahr. Ich warte jetzt gerade nur auf die Bewilligung, dass es weitergeht. Ist das jetzt die erste Therapie, die Ich hatte schon mal eine angefangen gehabt, aber mit der Therapeutin kam ich nicht zurecht. Mhm. Und die hatte ich dann abgebrochen gehabt. Du bist heute 35. Wann hast du zum ersten Mal drüber gesprochen? Als ich 15 war. Bei wem? Mit meiner Mutter. Wie hat die Mutter reagiert? Ich habe es ihr gesagt, weil meine kleine Schwester immer noch hingehen musste zu meinem Opa. Mhm. Und ich konnte mir das nicht weiter angucken. Und habe mir meinen Mut zusammengenommen und habe es ihr gesagt. Und ich habe ihr nicht dabei in die Augen gucken können. Sie hat halt im Bett gelegen, morgens noch. Und ich habe gesagt, Mama, ich muss dir was sagen. Und habe ihr das dann so gesagt, dass Opa eben Sachen mit uns macht. Ja. Mhm. Und habe sie darum gebeten, die Kleine nicht mehr hinzuschicken. Und hat sie es gemacht? Und hat sie dir geglaubt? Ich habe zum Schluss nur gesagt, sie hat gar nichts dazu gesagt.
ich habe zum Schluss dann nur gesagt, Mama, mir geht's jetzt endlich gut, weil ich es endlich sagen durfte, ja. Ja, aber du konntest das ja beobachten, ob die Kleine weiterhin dort hinging. Ja, sie hat sie weiterhin geschickt. Sie hat sie weiterhin geschickt, das heißt, sie hat dir nicht geglaubt. Anscheinend nicht. Also sie sagt heute, dass sie ihre heile Welt behalten wollte. Das heißt, später hast du dann mit ihr, also und auch heute, darüber gesprochen? Zigmal. Und sie sagt, sie wollte ihre heile Welt behalten. Ja. Das ist ja heftig. Ja. Ist das für dich nicht sehr, 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 sehr schmerzhaft, dass die eigene Mutter das... Das ist auch mein Hauptproblem. Also ich habe schon sehr viele Tränen deswegen vergossen. Mhm. Lebt der Opa noch? Ja. Der lebt sogar noch? Der wird jetzt 93 im November. Hast du mit dem noch Kontakt? Nee, schon lange nicht mehr. Ja. Der ist nie angezeigt worden. Ich wollte es damals noch machen, aber man hat mir von Wildwasser damals gesagt, dass das schon verjährt wäre und ich könnte da nichts mehr machen, höchstens meine jüngste Schwester. Also Wildwasser ist eine Organisation, die sich um sexuell missbrauchte Menschen, Kinder kümmert. Da hatte ich damals angerufen, weil ich nicht weiter wusste und die haben mir das dann gesagt, aber das hat halt nicht geklappt mit dem Anzeigen, weil meine jüngste Schwester dazu nicht bereit war. Und ist denn der Opa zumindest damit konfrontiert worden mal, dass er das getan hat? Wurde er darauf angesprochen von euch? Ich sag mal so, also ich bin mit 19 habe ich ein Kind gekriegt und mit 21 hat er es nochmal probiert bei mir. Mhm. Also er hat wieder so Anspielungen gemacht, ich sollte mich auf seinen Schoß setzen und so Sachen. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal dann wirklich den Mut gefasst und ihm, obwohl ich innerlich Angst hatte, habe ich ihm gesagt, dass ich kein Kind mehr wäre und er diese Sprüche lassen könne. Und also mir kam es damals vor, als hätte er mich nur ausgelacht. Wobei ich heute denke, das war eher Verlegenheit gewesen. Ja, also er hat ja keine Gewalt angewendet. Das war ja das Fatale, ja. So ein, ich sag mal so, deswegen kann ich auch heute mit Zärtlichkeiten nicht mehr so umgehen. Also er war auch in der, als er das mit dir gemacht hat, war der schon immer vorsichtig und ich sage jetzt mal zärtlich in Anführungszeichen, wenn mir das Wort gar nicht gefällt in dem Zusammenhang. Ja, mir auch nicht, aber es ist so. Aber so in der Richtung. Das heißt, der hat dich nicht gezwungen, hat dich nicht fest genommen und der hat es auch die sanfte Tour gemacht. Die sanfte Tour, ja, aber schon unter Druck. Ja. Also, hat er dir eigentlich auch gedroht, wenn du irgendwas sagst? Dass dann der hat gesagt, wenn wir was sagen würden, würden wir ins Heim kommen und er ins Gefängnis. Und wie gesagt, da meine Mutter selber im Heim war, hat sie uns Horrorgeschichten davon erzählt. Und ja, verstehe, dass man dann natürlich wahnsinnige Angst als Kind hat und dann auch den Mund hält. Abgesehen von dieser einen Situation, die du gerade beschrieben hast, als du 21 warst, hast du nie mit ihm darüber gesprochen? Du hast ihm nie Vorwürfe gemacht oder irgendwie... Nee, mein jetziger Mann, der ist einmal zu ihm hingefahren, nachdem so ein Trara in der Familie war, sag ich mal. Ja. Und das aufgedeckt wurde, ist er einmal zu ihm hingefahren und wollte ihm die Meinung sagen und es wurde nur abgeblockt. Also man hat uns damit Rechtsanwalt gedroht und was weiß ich. Welche Rolle hat in der ganzen Geschichte eigentlich dein Vater gespielt? Der ist eher ein zurückhaltender Typ und ich sag mal so, er ist ein furchtbar lieber Mensch. Aber hat er es denn dann geglaubt irgendwann? Oder hat es ja, als du es deiner Mutter gesagt hast, als du 15 warst, hat dann der Vater das auch schon erfahren oder erst später? Ich glaube nicht. Ich habe es ihm dann erst gesagt, wo ich 21 war und es dann nochmal vorgekommen ist. Hm. Da habe ich gedacht, ich muss ihm das selber mal sagen. Ist das ist das sein Vater? Nee, von meiner Mutter. Und wie hat dein Vater, war der entsetzt? Oder? Also zu dem Zeitpunkt hat er eigentlich eher locker reagiert. Da hat er halt einfach nur gesagt, ja, sind alles Arschlöcher. Das ist aber alles schlimm, Mensch. Ja. Wenn man hört, dass die drei eigenen Mädels von dem Schwiegervater über so lange Zeit missbraucht wurden. Vier, da muss man eigentlich... Ja, es gibt gar kein Wort, was man da empfindet. Ja, ich habe halt heute auch gar keinen Kontakt mehr eigentlich zu meiner Familie. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich hatte letztes Jahr einen Zusammenbruch. Also zu der Mutter auch nicht mehr? Nee, ich hatte jetzt durch die Therapie nochmal angefangen mit ihr, um sie besser zu verstehen. Mhm. Aber ich kann sie halt nicht verstehen. Was? Nee, da gibt's doch nichts zu verstehen. Also, da habe ich... Ich kann das absolut nicht verstehen, ja. Man kann es vielleicht rekonstruieren, warum die so gehandelt hat, aber das entschuldigt das in nichts. Mhm. Im Nichts, also wirklich im Nichts. Mhm. Da bin ich auch wirklich eisenhart. Ja. Wenn man zusieht, wie die Kinder
wie Kinderseelen so ein Leid angetan wird, den eigenen Kindern. Ja. Das könnte man ja als Fremder kann man das ja nicht ertragen. Das Schlimme ist halt für mich heute noch zu sehen, dass sie uns eher wie Aussätzige behandelt, zu uns keinen Kontakt mehr haben wollte. Mhm. Sie hat es selber entschieden und mit meinem Opa hat sie immer noch Kontakt. Mhm. Und das hat uns halt speziell sehr, sehr weh getan, ja, dass sie uns wie die Schuldigen eben behandelt und ihn wie ein unschuldiges Opfer. Ja. Hältst du es für möglich, dass sie selbst ein Opfer von Missbrauch ist? Ich habe das schon so oft gehört, auch von meiner Therapeutin und so. Nee, ich glaube es nicht. Ja, absolut nicht. So, jetzt war deine Einstiegsaussage war, dass du noch immer so sehr unter den Schuldgefühlen leidest. Und du bist in einer Therapie. Das ist natürlich die große Aufgabe unter anderem in einer Therapie, dass man den Menschen dieses, was ja objektiv Unsinn ist, aber das hilft dir ja nicht. Objektiv kannst du es ja auch so sehen, aber du empfindest ja anders. Genau, das ist halt mein Problem. Genau, dass man mittels einer guten Therapie, eine gute Therapie muss das schaffen, die muss das knacken, dass man das loskriegt. Bist du denn jetzt? Wie gesagt, also ich hatte ja Panikattacken die ganze Zeit und da hatte sie eigentlich wenig Chancen. Wir sind ja jetzt erstmal dahinter gekommen, woran das überhaupt gelegen hat. Achso, du bist jetzt quasi in der Startphase. Diese Thematik. Sie hat mich erstmal stabilisiert, weil ich schreckliche Panikattacken hatte und alles. Und ich überhaupt nichts wusste. Ich habe wahrscheinlich alles verdrängt und bin jetzt erst dahinter gekommen, weil wir so EMDR gemacht haben, so eine Traumatherapie. Ja. Und da bin ich halt wieder zusammengebrochen und da habe ich das festgestellt, dass das... Ah ja, das heißt, das kann durchaus jetzt in der nächsten Zeit passieren, dass die Therapeutin daran geht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn die Krankenkasse es weiter bewilligt, ich halt ein bisschen Angst vor habe momentan. Mhm. Dir ist klar, dass man natürlich nicht im Rahmen eines Gesprächs hier, wir beide, dass wir das Problem lösen. Nee. Mit den Schuldgefühlen, das ist klar. Ich wollte nur deine Meinung mal dazu hören, weil ich dich halt jeden Tag gucke und Also, wie ich es gerade schon sagte, finde ich natürlich, dass das eine elementare Arbeit einer guten Therapie ist. Dafür ist es vonnöten, dass man zu dem Therapeuten einen sehr guten Draht hat. Ist das so in deinem Fall? Das finde ich schon mal sehr gut. Mhm. Wie weit einem da die Ratio dann auch nochmal hilft, der Zorn vielleicht auf den Menschen, er hat es dir angetan, der Großvater. Mhm. Und du bist ein komplett hilfloses Kind gewesen. Ohne jegliche Chance, sich zu wehren oder ohne jegliche Chance, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Das konntest du ja gar nicht. Mhm. Das ist immer so, dass das, was mich auch so erschüttert, dass die Frauen oder auch Männer, denen das passiert ist in der Kindheit, die sind ja schon geschlagen genug damit, dass man ihnen das angetan hat. Ja. Und dass sie dann auch noch dieses Schuldgefühl haben, das verdoppelt ja die Last. Ja. In dieser ganzen Sache. Schuldgefühle braucht ihr nun wirklich nicht zu haben. Schuldgefühle muss dieses Dreckschwein haben. Auch wenn ich sage es auch jetzt, wenn das ein 91-jähriger Mann ist. Mhm. Keine Achtung vor dem Alter oder Respekt vor dem Alter. Wer so eine Schuld auf sich geladen hat. Mhm. Kein Respekt und keine Achtung. Schade, dass er nicht hinter Schloss und Riegel gekommen ist. Ja, ich hätte es auch gerne so gesagt. Schade, schade. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen Richter gehabt, der mir das so gesagt hätte, wie du jetzt, ja. Mhm. Ja, da ich halt in meiner Familie diese Unterstützung und diesen Rückhalt nicht bekommen habe. Ja. Ich finde, dass du einen sehr, sehr stabilen Eindruck machst. Mittlerweile, das finde ich auch schon mal, ist doch ein toller Erfolg. Mhm. Und du sagst, du hast eine Partnerschaft, du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet. Glücklich verheiratet, ja, das ist doch alles, man muss ja auch immer das Gute und das Positive sehen. Auch das mache ich eigentlich immer, ja. Also Cornelia, ich würde gerne aber auch nochmal, das kann sicher nicht schaden, dass du mit meiner Psychologin jetzt nochmal ein bisschen redest darüber. Ja, gerne. Von meiner Seite aus würde ich dich natürlich weiter ermutigen, weil das machst du sowieso, in der Therapie zu arbeiten. Ja. Ich hoffe, dass du diese irrationalen Gefühle loswirst. Ja, ich auch. Und dass du dich wirklich als Opfer siehst. Und das bist du. Mhm. Das bist du. Das ist ja jetzt keine Beschönigung oder kein Zureden. Stell dir einfach vor, wie alt ist dein Kind heute? Meine Kinder? Also mein Großer ist 16 und mein Kleiner ist 11. So, wenn dem Elfjährigen was angetan würde, würde er dafür Schuld tragen? Nee. Nein, niemals? Nein. Nie. Liebe Cornelia, es hat mich gefreut, dass wir miteinander reden können. Ja, mich auch. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg in der Therapie und wir melden uns jetzt bei dir gleich zurück. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer.
Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer oder meldet domian@wdr.de. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema Herzklopfen. Ja, morgen möchte ich mich mit Leuten unterhalten, die aktuell in einer Lebensphase sind mit sehr viel Herzklopfen. Also weil sie wahnsinnig verliebt sind, das kann ja sein, oder weil irgendetwas sehr Wichtiges bevorsteht und sie sehr aufgeregt sind und ihr sehr aufgeregt seid. Also mit Herzklopfen kann man ja Liebe verbinden, große Liebe, oder man kann auch große Angst damit verbinden. Das ist unser Thema morgen, Herzklopfen. Wenn ihr starkes Herzklopfen habt im Moment, aus welchen Gründen auch immer, und ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr per Mail, domian@wdr.de, oder morgen ab 0 Uhr anrufen. So, jetzt bin ich mit Jasmin verbunden und Jasmin ist 31. Guten Morgen. Hallo, grüß dich. Hallo Jasmin. Was ist dein Thema? Mein Thema ist wieder mal Bulimie bzw. Magersucht. Mhm. Ja. Das heißt, du sagst wieder mal? Ja, also ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also das konkrete Problem ist eigentlich mein Examen und nicht die Krankheit, weil die Krankheit, die liegt jetzt schon, ich glaube, über 10 Jahre zurück. Ja. Ich habe jetzt kurz vor der Sendung mal nachrechnen müssen, weil ich das gar nicht mehr weiß, ehrlich gesagt. Was für ein Examen machst du? Ja, also das, was man überhaupt nicht gerne mag wahrscheinlich, das ist Jura. Ja, jeder leidet, der unter diesem Fach studieren du muss. Du sagst das fast schon so mit, und Entschuldigung, ja, entschuldige, ich studiere Jura. Ist schon okay. Aber ist natürlich ein hartes... Ich verabscheue auch alle Juristen. Ist natürlich ja. eine harte Prüfung, das ist klar. Wie lange warst du bulimisch erkrankt? Also das fing an in der Hochschulphase, also jetzt, wo ich Abitur gemacht habe, da fing das an. Mhm. Und also ich weiß auch wirklich, wo es herkommt. Ich habe das wirklich im Laufe der Zeit mit mir durchexaltiert. Ich habe das analysiert. Ich weiß, was es ist, wie man es eigentlich beheben muss. Und also mal eins, nochmal, damit ich mit den Zahlen nicht durcheinander komme. Du leidest seit 10 Jahren nicht mehr daran oder du leidest seit 10 Jahren daran? Nein, das ist jetzt schon seit 10 Jahren kein Thema mehr. Also ich ernähre mich super gesund. Ah, dann hat das gar nicht damals so lange angedauert, also von 18 bis 21 oder so. Ja, das ging wirklich nur so 3-4 Jahre. Ja. Ich habe dann meinen Freund, Ex-Freund kennengelernt und dann ging das auch schlagartig weg. Ja, also, und heute, das heißt die ganzen 10 Jahre, hast du ein relativ normales Essverhalten. Ja, genau. Also ich kann auch wirklich alles essen. Ich mache mir auch keinerlei Gedanken über mein Gewicht. Du hast ja 10 Jahre nicht mehr erbrochen. Nein, also es sei denn, ich habe irgendwie Silvester mal zu viel getrunken, dann ja. Okay, aber nicht aus Nein, also nicht selbst induziert oder sowas. Nein, auf keinen Fall. Es hat mich gerade gewundert, du hast so ganz normal gesagt, ich weiß, woher das kommt. Woher weißt du das? Was ist es? Was ist der Grund der Bulimie gewesen? Ja, das schlägt jetzt wieder zurück zu dem Studium. Also ich wollte eigentlich Therapeutin werden. Mhm. Und leider hat der Gesetzgeber dann entschieden, dass man diese Ausbildung nur dann genießen kann, wenn man entweder ein reines Medizinstudium studiert oder ein Psychologiestudium. Und ich habe damals einen anderen Weg eingeschlagen, den ich dann aber leider nicht mehr verfolgen konnte aufgrund der neuen Gesetzeslage. Und habe mich dann aus rationalen Gründen dann für Jura entschieden. Und das heißt, aus diesem Frust heraus, mal profan interpretiert, ist es zu der Bulimie gekommen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil du dann... Nein, es ist so gewesen. Also warum, ich frage es noch konkreter. Warum? Ich die Ursache kenne, ja, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der psychologisch funktioniert. Ich kann auch wirklich Freunden und auch Fremden psychologisch helfen. Okay, also was war die Ursache deiner bulimischen Erkrankung? Ja, ich habe da halt rumgedoktert und habe da rumgeforscht und es sind mehrere Dinge. Das ist eine tief gravierende Urangst, die ich irgendwie habe, vor Verlust. Mhm. Dann habe ich auch ganz, ganz massive Probleme mit dem Vertrauen anderen Menschen gegenüber oder auch langen Kontakten schon, also auch Leuten, die ich eigentlich kein Misstrauen entgegenbringen dürfte, aufgrund langer Zeit und so weiter. Ne? Mhm. Ich habe mich einfach wirklich damit beschäftigt und habe mal nachgeforscht. Und, bist du dir auf die Schliche gekommen, alleine oder mit Hilfe eines Therapeuten? Nein, komplett alleine. Und das heißt, du bist auch alleine aus der Bulimie rausgekommen, ohne einen Therapeuten? Ja, genau. Ja, dann wundere ich mich, dass du jetzt nach 10 Jahren, obwohl du vor deinem... Ja, das ist ja das Lustige. Das habe ich jetzt in der Redaktion auch so ein bisschen witzig erzählt. Deswegen sage ich ja wieder mal.
diese Krankheit ist ja, ich meine, eigentlich habe ich wirklich nur den Versuch gehabt, jemanden jetzt auf der anderen Seite durch dich zu erreichen, der daran leidet und nicht weiß, was es ist. Ich wollte eigentlich damit nur einen Appell starten und sagen, Leute... Wir lassen den Appell mal weg. Lass mal über dich reden. Wieso ist heute Bulimie wieder dein Thema? Warum heute, nach 10 Jahren Ruhe? Weil diese Krankheit auch durchaus gute Seiten hat. Nur ich kann das jetzt nicht so sagen, sonst wird das vielleicht falsch interpretiert. Es kann ja sein, dass irgendein Mädel oder irgendein Mann da draußen diese Krankheit hat. Und diese Krankheit hat gute Seiten? Ja, sehr, sehr extrem. Also was zum Beispiel? Du merkst, wie du auf einmal komplette Macht über dich hast. Du kontrollierst dich wirklich bis ins Kleinste. Sehe ich völlig anders. Nicht du hast die Macht über dich, sondern die Bulimie hat die Macht über dich. Ja gut, aber ich bin ja jetzt quasi im zweiten Stadium. Ich habe den ganzen, in der ersten Phase, also jetzt vor 10 Jahren, war das natürlich schon so, klar. Da war ich machtlos. Also ich habe da gestanden und ich konnte nicht mal irgendwie einen zusammenhangenden Satz reden, weil ich die Kalorien von, weiß ich nicht, 3 Bonbons errechnen musste, ja. Jasmin, warum ist das heute wieder Thema? Hast du dich erbrochen heute? Das Thema ist jetzt wieder da, weil ich mit Hilfe dieser Krankheit jetzt versuche, diesen Druck für das Examen zu minimieren. Also ich. Du antwortest immer sehr abstrakt. Was bedeutet das? Du versuchst, den Druck durch die Krankheit zu minimieren. Versteht kein Mensch. Was meinst du damit? Was hast du getan? Was hast du heute? Wie war beispielsweise heute dein Essverhalten? Typisch bulimisch. Also ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und habe dann ganz normal was gegessen und habe das dann wieder erbrechen müssen. Da haben wir's. Ja. Und das hängt natürlich zusammen mit der großen Angst und dem Druck vor dem Examen. Ja, ganz gewaltig, weil bis vor 3 Monaten ging es mir gut. Mhm. Also ich weiß ja, wie es zusammenhängt. Und mich belastet eigentlich nicht die Krankheit, weil ich weiß, wie ich das abstellen kann und wie auch immer, sondern mein Thema ist eigentlich dieses beschissene Examen. Ich habe das Gefühl, ich zerbreche daran. Ja? Ja. Also es ist, wann geht's los? Ja, das ist ja alles von mir abhängig. Ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, im März zu schreiben. Mhm. Ich muss auch schon Studiengebühren zahlen, was ich unter aller Sau finde. Mhm. Weil ich natürlich jetzt auch arbeiten muss, um das Ganze zu finanzieren, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ich bin auch ein Mensch, der immer etwas beenden muss. Also ich muss dieses Examen beenden, das geht nicht anders. Und ja, das ist natürlich auch lobenswert, wenn man das schafft. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr traurig. Ja, ich habe auch Existenzängste. Ja, natürlich. Ist ja auch Wahnsinn, wenn man so ein langes Studium hinter sich hat und das dann nicht abschließt. Und ich brauche diesen Abschluss auch, weil ich in die Mediation gehen will. Also ich habe ein klares Ziel vor Augen, worauf ich mich auch freue. Aber was nützt der tollste Jura-Abschluss, wenn man wieder erkrankt? Und wenn man vielleicht einen eklatanten Rückfall erleidet, aus dem du vielleicht nicht herauskommst so schnell? Wenn du jetzt schon anfängst, habe ich wirklich Sorge, wie sich das entwickelt bis zum Examen und während des Examens. Ja, das ist auch meine Überlegung. Also ich mache mir eigentlich um dieses ganze Verhalten nicht so viele Sorgen, sondern ich mache mir eher Gedanken, was gesundheitlich alles entstehen kann, weil das reflektiert man ja gar nicht. Mhm. Ne? Ja, gut. Ich habe sofort nach einer Woche gemerkt, ich kriege plötzlich Magenschmerzen. Mhm. Ich weiß ja, warum. Ne? Ja, und aber du brauchst ja auch eine gewisse Energie und Kraft auch für das Examen und für die Arbeit. Du musst ja auch körperlich fit sein. Das ist ja genau der Punkt, den ich jetzt vorhin angesprochen habe. Mhm. Das ist, in irgendeiner Art und Weise funktioniert dieses ganze Verhalten wie eine leichte Droge. Also man hat schon so eine gewisse Energie. Mhm. Ja, aber das ist natürlich ein Trugschluss, wie bei jeder Droge, dass diese Energie sich irgendwann gegen einsetzt. Das Einzige, was jetzt in diesem Durchlauf noch nicht passiert ist, und das ist auch meine Angst, dass das noch kommt, das ist dann so dieses depressive Loch, wo man dann hinterher sich schuld gibt. Ich finde, Jasmin, dass das im Moment ein Warnsignal ist, was du da durchmachst. Ja, ich weiß, Domian, aber nein, guck mal, ich müsste jetzt eigentlich... Lass mich mal aussehen, dass das ein Warnsignal ist, dass du vielleicht jetzt noch die Notbremse ziehen kannst. Mhm. Also wir sind uns einig, dass du dein Examen machen möchtest und auch solltest. Aber was soll ich denn konkret machen? Wenn ich jetzt eine Therapie anfange, dann gehen da 2-3 Jahre. Nein, eine Therapie wird ja vielleicht auch gar nicht so schnell jetzt zu arrangieren sein. Du brauchtest im Prinzip eine schnelle, ambulante Begleitung, zumindest für eine gewisse Zeit, um jetzt der Gefahr aus dem Weg zu gehen, wieder rückfällig zu werden. Im Moment ist es ja, wie oft hast du es jetzt schon gemacht? Heute hast du es gemacht?
Wie oft jetzt schon in letzter Zeit? Ja, so schlimm ist das nicht. Das ist vielleicht nur einmal am Tag. Mir ja. ist es wirklich nicht. Okay, und wie oft in den letzten Tagen? Oder in den Wochen? Naja, schon täglich, würde ich sagen. Also, ja. Da haben wir es. So. Ich weiß, es ist wirklich, ja, es ist natürlich, aber wenn ich jetzt ein Mittel wüsste, womit ich diesen blöden Druck abbauen könnte, dann würde ich da liebend gern, wenn das jetzt irgendwie eine Flasche Medikament wäre, dann würde ich das Dauerabo nehmen. Mhm. Ja? Mhm. Nein, deswegen sage ich ja, dass du im Prinzip musst du zu einer ambulanten Therapie. Die dir jetzt schnell zumindest so Flankenschutz gibt für diese Zeit, dass du nicht noch weiter, dass das nicht noch weiter einreißt. Weißt du, das Problem ist, ich kann darüber auch mit niemandem reden. Das ist auch das Allerschlimmste, weil die Leute, mit denen ich verkehre, ist nicht so, dass ich mich jetzt da irgendwie verstellen muss oder so, aber die kennen mich ja auch aus der Zeit. Und wenn ich denen das jetzt unter die Nase reibe, das ist ja knallharter Rückschritt. Ich meine, ja, und selbst die könnten dir auch nicht helfen. Die können dir auch nicht helfen. Das Tolle ist, ich muss denen halt immer helfen. Und wenn ich da jetzt mit so einem Problem anrücke. Und das ist ein, unterschätze es nicht. Ich finde, das ist ein großes Problem, in das du dich gerade hineinbegibst. Aber ich glaube, es ist nur rechtzeitig, dass man da was unternehmen kann. Wie man das mit ambulanter und Schnellambulanz und so machen kann, weiß ich nicht. Weiß aber meine Psychologin. Das heißt, du redest jetzt mit Sabine. Einverstanden? Ja, super. Unternimm was und natürlich muss das Examen stattfinden und das muss auch gut laufen. Da drücke ich dir natürlich von Herzen die Daumen. Aber das andere darf nicht entgleisen. Es darf nicht entgleisen. Ja, ich mache mir jetzt auch schon Vorwürfe, weil ich das einfach schlimm finde, aber das ist so ein Kreislauf. Du hast eine Stärke. Du hast es damals geschafft, ja, alleine rauszukommen. Das ist ja das Schlimme. Ich helfe allen Menschen. Nein. Ich rede nicht über andere Menschen. Ich rede, dass du das damals, hast du es alleine in den Griff gekriegt. Also das. Das meine ich mit Stärke. So, und wenn du es jetzt als klug einfädelst, wirst du es wieder in den Griff kriegen. Diesmal mit Hilfe eines Therapeuten, das ist ja okay. Es ist auch nichts Schändliches. Jetzt legst du auf und wir rufen dich zurück. Alles klar. Super. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, und ich bin jetzt verbunden und begrüße sehr herzlich die Birgit. Birgit ist 55. Hallo Birgit. Ja, hallo Domian. Hallo Birgit. Ja, ich bin sehr traurig. Warum? Ich habe heute Abend erfahren, dass mein Vater diese Nacht nicht überleben wird und ich darf nicht bei ihm sein. Wie weit ist dein Vater von dir entfernt? 5 Kilometer. Warum darfst du nicht bei ihm sein? Ich bin um 21.30 Uhr von meinem Bruder informiert worden. Ich wusste, dass mein Vater ist demenzerkrankt und er hatte einen Schlaganfall vor 3 Wochen. Und er muss wohl wieder jetzt oder ist wohl wieder zu Hause. Das habe ich ja auch gemerkt heute Abend. Ja, und dann hat man mir gesagt, man gibt mir 10 Minuten, mich von ihm zu verabschieden. Wer hat das gesagt? Mein Bruder hat mich angerufen. Ach, das heißt, der Bruder untersagt das? Das ist der verlängerte Arm meiner Mutter, ja. Ja. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass man jetzt das so sagen kann, dass er heute Nacht stirbt. Ja, das hat der Notarzt wohl gesagt, dass er diese Nacht nicht überleben wird. Ja. Ich habe mich dann in Windeseile angezogen, bin dorthin gefahren. Ja. Was heißt dorthin? Wohnt er bei deinem Bruder oder ist er in einer Klinik? Nein, der ist jetzt in der elterlichen Wohnung. Der elterlichen Wohnung? Ja. Mhm. Ja. Ja, und ich habe... Du bist dann hingefahren? Ich bin dort hingefahren. Weil man dir 10 Minuten gegeben hat? Ja, 10 Minuten hat man mir gegeben. War das wirklich so, oder? Ich habe auf die Uhr geschaut, er hat meine Hand gedrückt, er hat mich angesehen, ich habe ihn gestreichelt, ich habe ihn geküsst, ich habe ihm alles Liebe gesagt. Und dann irgendwann ist mein Bruder in das Zimmer gekommen und hat gesagt, so 10 Minuten habe ich dir zugestanden und jetzt sind 15 Minuten vorbei, ich möchte dich bitten zu gehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das wirklich verantworten könnte, das ist unser gemeinsamer Vater. Ich bin vollkommen fertig. Hat er das vor dem todkranken Mann gesagt? Ja, ich musste gehen. Hat er das noch verstanden, dein Vater? Ist er geistig noch so? Ich weiß es nicht genau. Er hat mich mit riesigen Augen angeguckt und Entschuldigung, wenn ich jetzt am Weinen bin. Aber naja, das ist ja auch ganz normal. Ich weiß gar nicht, wie ich die Nacht überstehen soll. Der Vater, ich
Ich habe ihn geküsst, ich habe zu ihm gesagt, du bist mein Papa, ich habe dich lieb, ich liebe dich und schlafe schön und bin gegangen und habe dann zu meinem Bruder noch gesagt, ob er das verantworten könnte, dass es ist unser gemeinsamer Vater. Ja. Der Vater ist demenzerkrankt, sagst du? Er ist demenzerkrankt und er hatte vor vier Wochen einen schweren Schlaganfall mit Schlucklähmung und so weiter. Dann ist seitens meiner Mutter im Krankenhaus verfügt worden, dass man mir keine Auskunft geben darf. Was ist denn da bei euch in der Familie los, dass man dich so ausgrenzt? Da ist eine ganze Menge los, nur es wird nicht ausgesprochen. Ich weiß es bis heute nicht, ich weiß es bis jetzt nicht. Also die Mutter ist verbündet mit dem Bruder und man will dich... Ja. Man will dich draußen vorhaben. Ja, man will mich draußen vorhaben. War das schon immer so? Ich war heute so verzweifelt, ich war schon um 22.30 Uhr wieder in meiner Wohnung. Ja. Dann habe ich aus lauter Not und Sorge, habe ich die Telefonseelsorge angerufen. Mhm. Und die Dame hat mir dann einen sehr gravierenden Satz gesagt, nachdem ich ihr die ganze Situation geschildert habe. Wenn ihr Vater stirbt, hat sie, und zwar dieses Wort sie, die Macht über sie verloren. Und das ist mir ganz klar geworden. Das ist so. Denn das geht schon seit mehr als 20 Jahren so. Seit mehr als 20 Jahren. Warum und wieso und weshalb, ja. Wie lange ist dein Vater denn schon so schwer erkrankt, demenzerkrankt? Der ist jetzt demenzerkrankt seit circa 3 Jahren. Wie hat er sich denn früher in diesem Konflikt verhalten? Mein Vater hat mich geliebt und ich meinen Vater geliebt. Ja, aber er hat auch mitbekommen, dass es den Streit da gab. Hat er da irgendwie versucht zu vermitteln? Nein, gar nicht. Gar nicht. Er konnte nicht. Er ist manipuliert worden von Seiten meiner Mutter. Das Wort Mutter fällt mir in diesem Zusammenhang, in dieser Nacht sehr schwer zu sagen. Das heißt, er musste sich da auch irgendwie unterordnen oder sie hat ihm da was vorgespielt? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja, das ist... Das ist natürlich ganz schlimm. Nacht, ich weiß gar nicht, wie ich die über die Bühne kriegen soll. Das ist so schrecklich und ich... Immerhin haben sie dir die Möglichkeit gegeben, dich von ihm zu verabschieden. Das ist das einzige Plus noch, denn ich hatte auch vor 2 Wochen eine E-Mail von meinem Bruder bekommen, ich sollte mich aus familiären Dingen raushalten, was ich bis heute nicht verstehen kann. Ich habe ihm dann eine eindringliche E-Mail geschrieben, mit den Worten, ich bitte dich innigst. Kannst du es verantworten, wenn an dem Tag X ich mich von meinem Vater nicht verabschieden kann, sprich von unserem gemeinsamen Vater. Und das hat er sich vielleicht doch... Das hat eine Wirkung gehabt. Ja, das, was die Dame von der Telefonseelsorge gesagt hat, dass sie, also die Mutter, keine Macht mehr über dich hat, wenn dein Vater stirbt. Ja. Ist das so oder gibt es noch andere... Dinge, über dass die Macht ausgeübt wird, über andere Dinge. Also ich habe über diesen Satz während des Gesprächs sehr intensiv nachgedacht und da sind mir ganz viele Lichter aufgegangen und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich habe mit der Dame also von der Telefonseelsorge sehr lange gesprochen und die hat mich auch schon ziemlich stabilisiert, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ja, klar. Da sind mir doch eine ganze Menge Lichter aufgegangen. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Die Macht hat sie mehr als 20 Jahre über mich ausgeübt. Und immer, und dann war mein Vater demenzerkrankt und dann konnte er nicht und wollte nicht, aber dem ist das eingebläut worden, wenn ich es sagen darf. Und mir tut es unheimlich weh. Ich habe meinen Vater oder ich liebe meinen Vater über alles. Und ich weiß auch, dass er mich liebt. Das heißt... diese Nacht ist eine sehr schwere Nacht für dich, wenn denn die Prognose stimmt, die der Arzt gesagt hat. Oder wenn es noch einen Tag dauert, dass du in Gedanken bei ihm bist, aber eben nicht körperlich bei ihm sein kannst. Ja. Aber ich sag's nochmal, wie gut, dass du da sein konntest, auch wenn es nur 10 Minuten waren. Ja, da bin ich. Es waren sogar 15 Minuten, die mir zugestanden wurden. Und ich habe mich von ihm verabschiedet. Papa, ich liebe dich über alles. Schlafe gut. Bin dann gegangen. Hast du denn jemanden, mit dem du heute Nacht verbringen kannst? Nein. Niemand, bist alleine. Nein, ich bin alleine. Und das ist das, was mir auch sehr, 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 sehr schwer fällt. Das heißt, du... wird man dich überhaupt informieren, wenn er verstorben ist? Ich habe zu meinem Bruder gesagt, rufst du mich an, sagst mir bitte sofort Bescheid. Und der Satz, der dann kam, du bist bestimmt nicht die Erste, die ich anrufen werde.
und ich kann es nicht verstehen. Und er ist im öffentlichen Dienst tätig. Spar mir bitte jetzt nähere Details. Nein, die wollen wir auch nicht sagen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Also das ist eine ganz zerrüttete Familiengeschichte. Ja. Das höre ich schon. Die, ja. Wie du auch sagst, seit Jahrzehnten brennt die ganze Sache. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist eigentlich eine ganz solide Familie und da ist nie was. Gibt es noch einen Geschwisterteil? Nein, ich habe nur diesen einen Bruder. Die beiden. Und es gibt keinen Grundstreit damals, von gar dem das. Kein Grundstreit. Es hat sich so ergeben. Nein, das hat sich. Es wird keine klare Aussage getroffen und wie gesagt, dieser Satz dieser Dame von der Telefonseelsorge, der hängt mir jetzt nach. Ist das ein für dich tröstlicher Satz? Ich habe die Augen geöffnet. Meine Mutter hat mich nie geliebt. Das ist so. Denn ich habe sie heute Abend noch nicht einmal gesehen und ich sage mir, in solch einer Situation, wenn ein Mensch im Sterben liegt, dann muss man alles vergessen und alles verzeihen und da muss man ganz neu denken. Ja, das denke ich allerdings auch. Aber nur ist es leider nicht so. Ich wurde weggeschickt. Das heißt, du musst jetzt die Nacht rumkriegen, Birgit. Ja, sieh nochmal das Positive, dass du deinem Papa hast in die Augen gucken können. Danke, und dass du ihm noch was Schönes hast sagen können. Ich hoffe, dass das so war. Ja, das ist ganz wichtig. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich würde dich gerne auch nochmal von meinen Mitarbeitern anrufen lassen gleich, damit du noch ein bisschen sprechen kannst und nicht so ganz alleine bist. Ja, das ist sehr, sehr lieb. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Liebe, alles Gute. Mir. Alles Liebe. Tschüss. Vielen Dank. Nathalie ist hier. Nathalie ist 28. Guten Morgen. Morgen. Hallo Nathalie. Hallo. Um was geht's bei dir? Du klingst aber auch nicht so ganz froh. Ja, mich hat das gerade ein bisschen mitgenommen von der Vorrednerin, weil ich hatte nicht die Möglichkeit. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe einen sehr guten Freund, für den ich schon viel da war und er mir. Und den habe ich vor kurzem verloren, weil er einen Amoklauf gemacht hat. Er hat einen Amoklauf gemacht? Ja. Was hat er genau gemacht? Also, es gab Streit und dann hat er gesagt, er nimmt ein paar Leute mit, weil er bringt ihn noch um. Und dann hat er das zwar gewollt, aber nicht geschafft und sich selber letztendlich getötet. Aber er hat andere Menschen verletzt? Nein. Nein? Nein. Aber er hat es versucht? Ja. Er hat versucht, da einzudringen in die Wohnung. Ja. Das Haus von dem Arbeitskollegen, den er da mitnehmen wollte und das hat Gott sei Dank nicht funktioniert und dann ist er aber über die Terrassentüren des Haus ging Gott sei Dank nach oben und die sind dann nach oben, er mit der Lebensgefährtin haben abgeschlossen und das hat er dann nicht mehr probiert, hat sich dann quasi unten in der Wohnung bei ihm auf dem Sofa, ich nehme an, den Kopf geschossen, also erschossen. Erschossen, hat er eine Waffe? Das war nicht dein Partner, sondern ein guter Freund. Ja. Ein sehr langjähriger Freund. Ja, wie, also fast 10 Jahre. 10 Jahre. Wie war das? Was war das für eine Verbindung? Beschreib sie mal. Seelenverwandtschaft, würde ich sagen. Ja, Seelenverwandtschaft, tiefe Verbindung. Ja. Aber keine, eine Liebe? Nee. Ja. Ja, eine freundschaftliche Liebe. Ja. Warum? Ist das in ihm passiert? Wenn du sagst Seelenverwandt, das heißt, dann musst du ihn gut kennen. Ich habe es jetzt auch jetzt erst erfahren, weil das war schon Ende August. Weil er zu mir gesagt hat, er geht ins Ausland. Ach so, du hast es jetzt erst erfahren, das war Ende August. Ja. Von wem hast du es erfahren? Also ich habe es durch Zufall erfahren, weil er hat ein Gewerbe hier gehabt, wo ich wohne und arbeite und durch das, dass ich dachte, er ist im Ausland, auch versucht habe, ihn seitdem schon mal ein paar Mal zu erreichen, was aber nicht funktioniert hat. Dann habe ich gedacht, mein, im Ausland funktioniert halt nicht, der kriegt vielleicht eine andere Nummer und meldet er sich dann. Habe ich die Adresse halt überprüft und habe gedacht, er ist schon irgendwie ins Ausland abgemeldet oder so. Und da habe ich das dann festgestellt. Da haben die mir gesagt, das stand groß in die Zeitung und ob ich das nicht gelesen hätte, dann sage ich, nee, ich habe keine Zeitung, habe das echt nicht mitbekommen. Also ein unglaublicher Schock. Vor allen Dingen, wenn du so einen Satz gebrauchst wie, wir waren Seelenverwandte. Ja. Dann müsste man ja eigentlich glauben, dass er mit dir über seine Abgründe gesprochen hat. Oder dass er dich hätte informiert vorher oder dass irgendetwas passiert ist. Aber er hat komplett geschwiegen.
Er war schon ein chaotischer Mensch, aber ich beurteile jetzt niemand, wo jeder sagt, oh, der ist chaotisch, weil zu mir war er immer für mich da und uns hat es passt. So. Hast du irgendwann früher mal gedacht, der ist selbst tötungsgefährdet? Also ich bin nicht davon ausgegangen, aber er hat sowas angedeutet und dann habe ich gesagt, red keinen Scheiß. Ich habe echt gedacht, er sagt das jetzt, weil er halt ein Rage mal war, aber dass das dann mal irgendwann so ausartet. Es ist ja im doppelten Sinne schlimm. Einmal, dass er sich sein Leben genommen hat und dass er fast dann noch andere Menschen auch noch mit ins Unglück gezogen hätte. Wie beurteilst du das denn, wenn es... Du musst doch dann auch einen großen Zorn auf deinen Freund haben, oder? Ja, ich bin froh, dass es nicht funktioniert hat. Ja, natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass einem dann eine ganze Welt zusammenkracht. Weil du hast ja wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von deinem Freund gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall. Was sind denn deine Mutmaßungen, was in ihm vorgegangen ist? Warum hat er es gemacht? Also ich denke, dass da ganz viele Faktoren zusammenkommen sind. Also sag mal ein paar Stichworte. Ehestreit, Arbeit. Ehestreit? Ja, ein großer Krach, dass das eben für ihn weggebrochen ist. Arbeitsprobleme? Ja, finanzielle Probleme. Er war schon ein Mensch, wo immer nach außen halt stark war, aber vielleicht nicht wirklich. Ja. Ich habe mir immer gesagt, ich bin immer da und das belastet mich jetzt halt auch. Das meine ich. Wie erklärst du dir das, dass er, ich meine, wenn man wirklich einen richtig guten Freund hat, einen abgrundtief guten Freund, dann ruft man den in dieser Notsituation an. Ja. Das hat er nicht getan. Nein. Nee. Wie empfindest du das, dass er das nicht getan hat? Gemischte Gefühle. Sauer. Enttäuscht. Ja. Verstehe ich. Wäre ich auch. Ja. Machst du dir selbst auch Vorwürfe, dass du ihn nicht genau genug angesehen hast? Und nicht genug gefragt hast, oder weiß ich? Weil vielleicht, ich denke mal, vielleicht wäre noch mehr aus sich rauskommen dann. Wir haben schon intensiver gesprochen. Ich bin schon näher an ihn rankommen wie andere, aber so intensiv habe ich es halt auch nicht geschafft. Glaubst du, dass du der wichtigste Mensch in seinem Leben warst? Ja. Ja. Also er hat so immer gesagt, also ich bin seine Ruhestätte, er hat schon länger viele Probleme gehabt. Kann es sein, dass er auch mal oder vielleicht sogar heimlich in dich verliebt war? Ja. Ja? Also nicht nur heimlich, hat er auch gesagt. Oh. Ja, da haben wir ja ein ganz neues Problemfeld. Er hat gesagt, dass er dich liebt mehr, als man einen Freund liebt. Mhm. Aber das konntest du nicht erwidern. Ja, manchmal weiß auch nicht. Ich denke mal, vielleicht hätte ich ihn auch anders sein sollen. Man macht sich lauter Gedanken. Nee, aber wie waren denn damals deine Gefühle? Also du wolltest dich nicht auf eine Beziehung einlassen mit ihm. Nein, also die waren schon sehr stark und sehr intensiv. Und das war schon Liebe, aber nicht so Liebe, dass ich sagte. Aber er hätte es gerne gewollt. Ja. Dann aber er hat es dann auch akzeptiert, dass es so war. Ja, aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass er natürlich nicht vielleicht in der letzten Zeit dann an dich herangegangen ist, um mit dir zu sprechen, weil ihn das vielleicht auch zu sehr belastet hat und er darüber ja dann, da gab es ja dann nichts mehr zu reden. Du hast ihm dann gesagt, nein, das kann ich nicht so und da gibt es ja keinen Kompromiss. Aber das ist nicht deine Schuld. Ja, ich wollte gerade sagen, nein. Das hört sich noch mehr so. Bitte? Das hört sich ja... Ja. Nein, um Gottes Willen, so möchte ich nicht verstanden werden. Nein, ich meine, wenn du ihm eine große, große Freundschaft angeboten hast und diese Freundschaft mit ihm gelebt hast, ist das ja etwas ganz, ganz Großartiges. Wenn du zu einer anderen Form der Beziehung nicht bereit warst, finde ich das völlig legitim und richtig, das auch zu sagen. Das muss man dann ja auch sagen. Mehr unehrlich gewesen. Bitte? Das wäre unehrlich gewesen. Ja, genau. Ja. Hat nicht funktioniert. Dass der andere natürlich dann sehr traurig unter Umständen ist und verzweifelt, das ist dann halt so. So ist das Leben. Ja, aber das war schon länger so. Also er hat schon länger damit gelebt. Und ich habe schon eigentlich das Gefühl gehabt, er kann damit umgehen. Mhm. Er hat schon immer gesagt, ich will, dass du glücklich wirst, ich will, dass dir gut geht, wie geht's dir?
Also es hört sich ja wirklich so an, als hätte sich da eine ganze Menge zusammengebraut bei dem Mann. Ja. Und dass das vielleicht ein Aspekt war, dass er nicht die Liebe so leben konnte mit dir, wie er sich das vorstellt, aber die anderen Dinge eben auch dazu kamen. Ja. Aber da steht man denn dann als Freund und er hat keinen Brief hinterlassen an dich und nichts. Das weiß ich nicht, definitiv. Also es hat sich noch niemand, direkten Kontakt hatte zuletzt, mit mir in Verbindung gesetzt. Ich habe zwar versucht, seine Frau zu erreichen, aber... Kennst du seine Frau? Ja, also nicht sehr gut, aber ich... Wie ist das Verhältnis? Ich habe schon zweimal gesehen, also nicht so intensiv. Nicht intensiv. Das heißt, er ist auch schon beigesetzt, natürlich. Ja. Ja. Das war ja der nächste Schock. Ich bin am Samstag auf dem Friedhof. Ich habe gesagt, das finde ich schon, weil ich hat ja niemand erreicht von seiner Freundschaft. Mhm. Und dann hatte ich es durch Zufall, ich habe es nicht gefunden. Und durch Zufall habe ich dann eine Frau gefragt, ob sie das weiß, wo der beerdigt ist, weil das stand ja auch groß in der Zeitung. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, sie weiß es. Man sagt, er wäre bei seiner Mama im Grab. Und dann bin ich am Grab zusammengebrochen, da stand ein Holzkreuz. Mhm. Stand nur der Nachname. Mhm. Das war das eigentliche Kreuz von seiner Mama. Hab mal gesehen, dass der Vorname weggekratzt war. Ach so. Und die Daten von ihr, da stand nur noch der Nachname drauf. Ach so. Und keine Blumen drauf, nichts. Wie kommt das, dass man das so... Also so alte, wie sagt man da, Blumen, wo halt schon immer eingepflanzt waren, aber nichts von... Also nicht liebevoll zurechtgemacht? Eine Rose, ich weiß aber nicht, von wem die das lag, so obendrauf. Ich war dann die erste, wo die Blumen abgelegt hat. Könnte mir vorstellen, dass das für dich auch sehr schlimm war, der Moment, wenn man dann den Namen auf dem Kreuz liest. Das hat dann so eine ganz eigenartige Realität, dass derjenige dann wirklich tot ist. Für mich war das so, ich da habe gedacht, ich gehe da hin und dann sehe ich es, dann kann ich es besser verarbeiten. Mhm. Mit vollem Namen, von da bis da, und dann kann ich das besser verarbeiten und dann steht da nur der Nachname. Mhm. Das war für mich furchtbar, weil ich habe, für mich war das dann wieder so unrealistisch. Ach so. Also, weil ich habe noch nie ein Grab gesehen vorher, wo nur Nachnamen dran stehen. Gibt es denn, es gibt auch keine weiteren gemeinsamen Bekannten, Freunde? Nee. Das heißt, du bist eigentlich ganz alleine jetzt mit deinem, mit deinen Fragen, mit deinem Schmerz, auch mit deinen vielleicht Vorwürfen, die du dir machst, die du dir aber, glaube ich, gar nicht machen musst, wie ich das so einschätze. Und du bist gezwungen, das letztendlich für dich alleine verarbeiten zu müssen. Ja. Also ich habe jetzt Phasen, da geht es mir ganz schlecht. Jetzt momentan geht es gerade. Ich finde es schlimm. Ich finde es ganz schlimm, Nathalie, für dich. Ich finde es auch von seiner Seite aus grauenhaft, dass er dir das auch angetan hat. Eine nötige Portion Zorn könnte dir, glaube ich, ganz gut tun. Auch noch kombiniert mit dem Gedanke, dass er andere Menschen mit reinziehen wollte. Gott im Himmel, was hat ihn getrieben? Was war da los? Was für eine Bosheit war da in ihm, dass er... Ja, schon Hass, denke ich. Ein Menschenhass, ja. Also wenn er mit seinem Leben nicht zurechtkommt, okay, oder wenn er, aber, was heißt okay, nicht okay, aber dann, dass er auch noch einen anderen Menschen oder noch mehrere mit reinreißen will. Wie schrecklich. Nee. Tausend Fragen. Vielleicht wäre es für dich gar nicht schlecht, wenn du dir in deinem Ort, in der Umgebung, wo du suchst, mal vielleicht für einige Male eine Beratungsstelle ausguckst, dass du mal einen Menschen einfach zum Reden hast und dass man gemeinsam mal reden und spekulieren kann, auch so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Ja. Aber halt vielleicht über einen längeren paar Wochen Zeitraum mal. Nee, ich versuche halt jetzt mal mit seinem Vater zu reden, weil der war der letzte Mensch, wo ihn vorher gesehen hat. Ja, kann auch hilfreich sein, ja. Aber wir können ja im Hintergrund mal gucken, ich höre so eine Stimme, das klingt nach Süddeutschland, wo du ja. Was wir dir da empfehlen können in deiner Umgebung, dass du vielleicht noch einen Ansprechpartner findest. Ja, das wäre. Ja, dann ich glaube, das wäre super. Ja, dann rufen wir dich jetzt gleich mal zurück, Nathalie. Mhm, alles klar. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, Freunde, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen Themennacht. Morgen heißt unser Thema Herzklopfen. Da möchte ich mich mit ganz groß verliebten Leuten unterhalten. Das kann ja was Positives haben, das Herzklopfen. In der Liebe kann es was Positives haben. Es kann aber auch was Negatives in der Liebe haben, weil man hat auch Herzklopfen, wenn man groß verliebt ist.
und die Liebe vielleicht nicht so erwidert wird oder man Sorge hat, dass sie nicht erwidert wird oder man kurz davor ist, eine Liebeserklärung zu machen und man schon die üble Ahnung hat, da kommt der Satz, ich dich nicht oder irgend so etwas. Man kann natürlich auch Herzklopfen haben, wenn man Angst hat oder wenn man aufgeregt ist, vielleicht vor einer Diagnose oder vor einem Gerichtsurteil oder vor irgendeiner Entscheidung. Also, unser Thema morgen heißt Herzklopfen. Wenn ihr gerne mit mir über euer Herzklopfen, was ihr vielleicht im Moment sehr heftig habt, aus welchen Gründen auch immer, reden wollt, dann meldet euch rund um die Uhr unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr unsere bekannte und für euch kostenfreie Telefonnummer. So, jetzt freue ich mich, begrüßen zu können die Renate. Renate ist 54. Guten Morgen, Renate. Hallo. Ja. Ist das für mich, Domian? Ja, hallo Renate. Ja, hallo. Ja, erstmal möchte ich mich ganz recht herzlich bei deinem Team bedanken, dass ich nochmal mit dir sprechen darf. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Ja. Die Stimme kommt mir etwas bekannt vor. Es ist noch nicht so lange her. Nein, das war am 14.09. Ja. Da war ich auch die letzte Anruferin. Und da hatte ich schon Postaufruf gestartet, weil ich schwer krank bin und allein. Ich weiß, du bist eine sehr schwer kranke Frau. Du hast eine schwere Rheumaerkrankung. Ja, das Bindegewebsrheuma. Du bist so schwer krank, dass es eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Ja, ich bin Pflegefall und bin bettlägerig. Und auf meinen Aufruf hin haben mich 52... ich bin jetzt sehr aufgeregt. Ja, ich weiß das, dass sich viele Leute auf unser Gespräch gemeldet haben. Und 52 haben sich gemeldet. Und Briefe geschickt haben. Ja, und ich war, also, da möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bei allen Zuhörern und Zuschauern bedanken. Ja. Jeder bekommt Post, aber bitte mit sehr viel Geduld. Das ist eine ganze Menge, 52 Briefe zu beantworten. Ja, zum Teil waren da auch schwere Schicksalsschläge dabei und auch Schwerkranke, die vom Bett aus geschrieben haben. Mhm. Ich kann vielleicht nochmal erklären, du hattest so den Aufruf gesagt, oder ich habe das vielleicht auch so ein bisschen gesteuert, weil du sehr einsam bist. Ja. Und du auch keinen Internetanschluss hast. Nein, habe ich nicht. Nee. Und wenn ich mich recht erinnere, bist du zwar verheiratet, aber mit dem Mann kannst du auch nicht so intensiv reden. Ja, es fühlt sich natürlich sehr hilflos. Sehr hilflos. Und letztendlich war es ein Anruf da aus der Einsamkeit hier bei mir. Ja, ja. Hast du denn, gab es denn in den Briefen Dinge, die dir auch Mut gemacht haben, dich gefreut haben? Ja, sicher. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also da bin ich eigentlich überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass überhaupt so viele geschrieben haben, Punkt 1. Und eben, also wie soll ich das sagen, natürlich auch Gesunde und die geschrieben haben, ja, ich möchte dich gern begleiten, wenn ich darf und. Ne? Also die Jüngste war 15, der Älteste fand ich ganz süß. Und der Älteste war 79, der wird jetzt Anfang Oktober 80. Naja, wie nett. Das haben auch Post aus Schweden, aus Italien, Island. Ach, das ist ja verrückt. Warte, ein Land war da noch bei, jetzt habe ich das in der Aufregung vergessen. Ja, das ist ja toll. Kannst du man mir verzeihen, aber 8x8 kann ich nicht zurückschreiben, weil da der Absender fehlte. Ah ja. Und den kann ich nun auch leider nicht zurückschreiben. Na gut, aber du hast dich ja dann hier auf diesem Wege auch bedankt. Ja, deswegen wollte ich mich jetzt auch nochmal ausdrücklich bedanken. Post bekommt jeder, wo ich die Anschrift habe, aber bitte mit ganz viel Geduld. Die ersten Briefe sind schon unterwegs. Du schreibst es dann ja mit der Hand. Ja. Geht das denn aufgrund deiner Erkrankung noch? Ja, es geht noch. Und das ist so der zweite Teil, dass ich nicht gern auch noch mal ein bisschen sprechen möchte. Also einmal wirklich recht herzlichen Dank. Und ich bin wirklich überwältigt, was da gekommen ist und auch an liebevolle Zuwendung, sage ich jetzt mal, obwohl einige selber wirklich schwere Schicksalsschläge und auch schwer krank sind. Drei haben aus dem Bett geschrieben. Na, also, und da
schwinge ich auch so mit, dass das springt aus den Zeilen heraus, ja, die Einsamkeit, ja, die Isolation, ja, und die schwierigen Situationen. Reinhard, ja? Wie ist denn dein gesundheitlicher Zustand im Moment? Wie geht es dir? Ja, darauf wollte ich gerade jetzt noch zukommen. Ja. Aber ich wollte nur kurz sagen, ich versuche dann auch denjenigen ein bisschen eine Stütze zu sein. Mhm. Ich sehe nicht nur mich, sondern auch den anderen. Mhm. Sehr nett, dass du es so sagst und siehst. Ja, nein, das ist wichtig. Das muss eine Gegenseitigkeit sein, finde ich. Jetzt erzähl mal, wie es dir geht im Moment. Ja, wir waren letzte Woche nochmal beim Arzt. Und ich habe es mir aber auch schon gedacht, dass die Ergebnisse alle natürlich nicht sehr gut sind. Mhm. Und da wurde dann auch schon doch deutlich gesagt, was ich schon so auch vermutet hatte und vorher auch schon durchklang, dass es dann noch nur noch Monate oder bis zu einem Jahr noch so gut geht, sagen wir mal. Und wir dann auch nun langsam auch über ein Hospiz nachdenken, so in absehbarer Zeit. Sagst du nochmal die genaue Bezeichnung deiner Erkrankung? Also die heißt Sklerodermie, gehört zu den Kollagenosen und einfach ausgedrückt entzündliches Bindegewebsrheuma. Das heißt, man hat dir jetzt etwas gesagt, was du eigentlich schon so geahnt hast. Ja. Aber ich glaube, wenn man das dann gesagt bekommt, sie haben vielleicht nur noch ein halbes Jahr zu leben, ist das schon ein herber Schlag, oder? Ja. Wie gehst du denn damit um, dass man dir das jetzt so klar gesagt hat? Ja. Ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ich habe es ja vorher schon geahnt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Man spürt das ja auch selber. Mhm. Ich kann ja auch gar nichts mehr essen, nur flüssig Nahrung. Irgendwann kommt künstliche Nahrung, weil ich den Mund gar nicht so weit aufkriege. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Man kann dich sehr gut verstehen. Ja, sehr gut. Kannst du noch zur Toilette gehen oder geht das auch nicht mehr? Doch. Das geht noch. Ja. Mhm. Ja. Aber von der Sprache versteht man dich sehr gut, also keine Sorge. Mhm. Mhm. Das ist gut. Hast du große Angst vor dem, was jetzt auf dich zukommt? Ja. Da helfen mir auch meine esoterischen Bücher im Moment etwas wenig. Aber es ist natürlich etwas, womit ich mich jetzt nun wirklich auseinandersetzen muss. Und das macht mir natürlich jetzt noch mehr Angst, wenn man das dann auch ein bisschen konkret gesagt bekommt. Ja. Die Überlegung, dann irgendwann in ein Hospiz zu gehen. Also das ist, ich glaube, das wissen mittlerweile alle Leute. Das sind Häuser, wo Menschen ihre letzte Zeit verbringen und dort gut versorgt werden. Mhm. Ist das auch mit einer Angst verbunden, so die eigenen vier Wände zu verlassen? Auch, weil das ist ja letztendlich ja wirklich dann die letzte Station. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch von den Hospizen, dass man da gut betreut und aufgehoben ist. Mhm. Ne? Was man dann sicherlich auch braucht. Mhm. Dass man dann auch ein bisschen menschliche Zuwendung, also dann um sich hat. Ne? Mhm. Nicht nur die medizinische, sondern auch die menschliche. Ne? Ja. Ist das Fortschreiten der Erkrankung auch verbunden mit zunehmenden und starken Schmerzen? Ja. Ja. Es versteift ja oder verkrampft sich ja alles mehr, es zieht sich mehr zusammen. Mhm. Und jetzt fangen eben langsam auch die Organe an, betroffen zu werden, weil sie nicht mehr den nötigen Platz haben. Ne? Mhm. Das ist natürlich, ich hoffe, dass ich meine Briefschreiber jetzt nicht verschreckt habe, dass sie vor Schreck nicht mehr zurückschreiben. Nein. Renate, ich finde das erstmal sehr, sehr, sehr nett, dass du dich nochmal gemeldet hast. Und ich weiß, dass die Leute sich sehr freuen, jetzt auch diese Rückmeldung zu bekommen. Die wissen jetzt, dass die Briefe bei dir sind. Und wenn die nicht so schnell beantwortet werden, wissen die auch den Grund. Jetzt ist meine Sendung vorbei. Ich freue mich sehr, dass wir haben nochmal sprechen können. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen ganz, ganz viel Kraft und alles Liebe und alles Gute von Herzen. Das ist lieb von dir. Wirklich alles, alles Liebe, Renate. Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss und schönen Tag.